Ich teste jetzt das vegane Pilzgeschnetzelte mit Reis von Tressbrüder. Wie auch die anderen Gerichte in zwei Behältnissen verpackt, einmal das vegane Pilzgeschnetzelte und einmal der Reis. Vorbereitung werde ich, wie angegeben, 4 Minuten bei 650 Watt erwärmen. Zuckerarm, also hat wirklich nur 1,1 Gramm Zucker auf 100 Gramm. Ist ja eiweißreich, würde ich sagen, so mittelmäßig, doch eigentlich schon um die 30 Gramm. Die Zutaten, es enthält Weizen, ist also nicht Weizen- und glutenfrei. Sojabohnen, Reis, Sonnenblumenöl, Champignon, Kokosmilch. Ich bin gespannt, ob die Kokosnote auch durchkommt. Lauch, Tomatenmark. Ja, ich werde es jetzt zubereiten. So sieht es hinter der Verpackung aus. Ich finde, es sieht ansprechender aus wie das Butterchicken, weil das hat wirklich eine festere Konsistenz. Und jetzt werde ich das erwärmen. 4 Minuten später. Es riecht auf jeden Fall sehr gut. Ich werde es diesmal etwas schöner anrichten. So, der Reis hat eine Einwaage von 120 Gramm. Pilzgeschnetzelte 300 Gramm. Also es kommt genau auf 420. Und es sieht wirklich sehr ansprechend aus, muss ich sagen. Es ist viel Pilz drin, viel Geschnetzeltes. Und da ist es wirklich nicht so flüssig wie beim anderen. Viele Pilze. Ich werde das jetzt mal schön verrühren. Wirklich super gut gewürzt. Ich mag es sehr salzig und es ist salzig. Und die Soße ist total cremig. Und ich probiere jetzt nochmal mit dem Reis. Ich beiß gerade auch auf so einem Geschnetzelten. Schmeckt mir wirklich, also sogar noch besser als das Gulasch. Also das ist wirklich sehr lecker. An dem Soja immer so ein bisschen was auszusetzen, weil es immer so ein bisschen schwammig manchmal schmeckt. Aber diesmal im Kombi ist es auch wirklich viel Pilz und ich liebe Pilz und die Rahmsoße ist wirklich auf dem Punkt, auch wirklich cremig, nicht zu flüssig. Sind jetzt auch Zwiebeln drin, aber die sind zum Glück klein gehackt und schmeckt man nicht so intensiv raus. Richtig, richtig lecker. Also das würde ich mir auch wirklich nochmal kaufen. Und die Gerichte machen auch wirklich satt. Und schön viel Pilz. Geschnetzelte ist aber auch viel mit bei. Also es ist wirklich Reis in genau richtiger Menge, Soße in genau richtiger Menge, alles auf den Punkt gebracht. Also dem würde ich jetzt 9,5 von 10 Punkten geben.